Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja. Was ist denn hier los? Leute. Habt ihr keine Ablagefläche mehr? Kann das sein? Dann tun wir noch schnell eine Zeugen. Dann sollte sie. Mal immer diese Kleinigkeiten die ganze Zeit, Mensch. Also ist es halt, ich bräuchte hier, man müsste, das, der Multiplayer wäre cool. Stell dir vor, ihr baut mit euren Freunden zusammen eine riesige Anlage. Holy shit, das wird abgehen, ich sag's euch. Also wirklich, gemeinsam mit Freunden zusammen so eine Anlage bauen, könnte heftig werden. Natürlich ist mir der Sand in dieser Zwischenzeit wieder ausgegangen, denn ich habe aus Versehen vergessen, es könnte passiert sein, dass ich eventuell vergessen habe, nun ja, auf Pause zu stellen. Vorteil, unsere Lager sind wieder bummvoll und schön gefüllt, was ich natürlich sehr, sehr gerne sehe. Was ich jetzt gerne hier noch machen würde, was ich mir jetzt anschauen müsste, ob ich hier ein Lager reinkriege, denn ich bin der Meinung, wir sollten irgendwie es schaffen, ein Lager einzubauen. Und wenn es nicht wirklich viel ist und nur ein, zwei Sachen beinhaltet, aber wenigstens, dass es uns ein bisschen Backup gibt in bestimmten Sachen. Ich habe viel zu wenig mit Backup gedacht damals, sondern eher auf Massenproduktion und das Ganze. Und den Teil würde ich gerne umändern. Und dadurch. Achso, flaches Förderband. Hoppsala. Entschuldigung! I'm sorry! Dadurch jetzt hier einbauen. Somit wird jetzt Stück für Stück ein Zwischenlager gefüllt. Was uns helfen sollte, das Ganze am Laufen zu halten. Und dadurch auch unsere Position ein bisschen verbessert. Wir haben einige Stellen leider, die Input- und Output-mäßig problematisch sein könnten oder können. Genauso habe ich vergessen, dass wir zu hohe Population mittlerweile haben. Das muss ich jetzt auch wieder ändern. Grundsätzlich scheinen wir aber so noch gut zu funktionieren. Möbel sind da, Werkstoffe, die Lager sind gefüllt weiterhin. Ich muss bloß aufpassen, weil das Ganze jedoch sehr, sehr eng ist. Ich muss mir was mit dem Tierfutter überlegen. Das ist eine Sache, die noch offen ist. Dass ich noch nicht weiß, was ich mit dem ganzen Tierfutter anfangen soll. So. Tierfutter kann ich verbrennen. Macht Luftverschmutzung. Finde ich hier nicht cool. Ich kann damit Dampf erzeugen. Oder ich verändere es in Kompost. Was vielleicht aktuell... Also halt aktuell eine der schlauesten Varianten ist, einfach daraus Kompost zu machen, um mehr Erde für die Zukunft zu erzeugen. Deswegen würde ich zwei Mischer 2 einsetzen, die uns, oder ein Mischer 2, wie machst du? Du machst nur zwei Tierfutter, ja, dann reicht ein normaler Mischer, um das langsam aufzulösen. Ich hätte gerne, dass du mir Tierfutter verwendest, um Kompost draus zu machen. Ein normales U-förmiges Förderband sollte hier genügen, um daran direkt ein Schüttellager 2 zu errichten. Ich stecke das jetzt einfach direkt an den Scheiß drauf. So. Und dann sollte das langsam anfangen zu mischen, unser Lager entleeren anfangen und wir sollten ein bisschen Erde haben auf Lager.
Sollte also kein so großes Problem darstellen. Ich sehe aber lustigerweise auch gerade sehr, sehr wenig ankommende Ressourcen. Wenn ich das mal sagen darf. Rührt es daher, dass unser Dünger weg ist? Oder dass wir kein Wasser haben? Aber die Wassertanks sind voll. Ich glaube eher, dass es daher rührt, dass wir... So, wartet mal. Warum sind unsere Kalksteinlager schon wieder leer? I hate it. I hate it so fucking much. Goddammit. Gut, dann werden wir jetzt diese Mine einfach bis hier hinten so ausräubern anfangen. Ich schicke euch alle bitte hier hin. Dich auch. Lasst uns die Mine eröffnen. Lasst uns sie ausgraben. Und passen wir hoffentlich auf, dass wir nicht die Wand einreißen. That could be a problem in the future. So, jetzt sollte die Produktion wieder hochfahren. Huh. Bist P1, du bist auch P1, also solltet ihr beide gleich mal befüllt sein. Es sind wieder die Kleinigkeiten, auf die ich nicht so ganz aufpasse zwischendurch. Das ist halt einfach mein Problem. Wenn wir diese Mine aber nun vollendlich dann fertig gebaut haben, holy shit, haben wir viel Gold. Wir haben ein Stromproblem. Warum haben wir ein fucking Strom? Ich gebe den Tonnen an Aufgaben und die machen die viel zu schnell fertig. Was soll denn das? Where's Meister Yoda again? So, wir heben jetzt hier die Mine so weit wie möglich aus. So. Da ist unser Kohleproblem. Ich muss denen einfach immer mehr Aufgaben zur Verfügung stellen, als sie haben wollen. Damit sie nicht anfangen, solchen Bullshit zu machen. So, aber jetzt sollte das langsam wieder fließen anfangen und dann sollte die Kohle wieder reinkommen und dann... läuft das. Lass die Generatoren wieder anspringen. Lass dir die Musik erschallen. Oder so. Oder irgendwie in der Art. Und außerdem, Rowe hat uns was zu, oder mir was zur Verfügung gestellt. Und also, man muss schon teilweise genial sein, um Sachen zu erschaffen. Aber das ist doch purer Wahnsinn.
wie viel Zeit man da reinstecken muss, um sowas zu kreieren. Also Wahnsinn. Ich muss Robert danken dafür. Das ist ja... How? Das ist, glaube ich, das Normale. Da ist um 1 erhöht, da sind es um 2 erhöht, um 3 erhöht und das sind um 4, glaube ich sogar. Oder sind die gleich hoch? Nee, die sind sogar gleich hoch. Und hier ist es dann drüber, da hast du unten die Durchfahrten. Kann ich rein theoretisch? Also so rein theoretisch? Kann ich. Oder ist hier noch die volle Funktionalität drin? What? Also, auch wenn ich weiß nicht, Sinn dahinter mit Brücke natürlich fragwürdig, weil da tust du ja eh die eigentlich unten durchleiten. Aber wenn du eine kleine Brücke hast, wo du mehr brauchst, ist das wieder grenzdebil genial. Also Wahnsinn. Bro, ich danke dir. Ich werde irgendwo noch einen Weg finden, das einzubauen oder wo ich es brauchen könnte. Ich glaube, wir haben aktuell das Limit erreicht, was wir zukippen können. Wir müssen die Verkipppunkte wieder einführen, die neuen. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist wieder... Auf die Idee wäre ich ja niemals gekommen. Man muss erstmal auf die Idee kommen, so mäßig, so, ja. Ich krieg das hin, das Limit zu erhöhen. Und zwar um vieles. Wahnsinn. Also, purer Wahnsinn. Da werden wir noch einen Weg finden, wo wir es gut nutzen können. Platzmäßig natürlich genial. Hier wäre es vielleicht gar nicht schlecht. Dann könnte der Weg nicht auch von anderen Sachen genutzt werden. Bei Förderbändern müsste man das noch hinkriegen. Da müsste man vielleicht mal ein bisschen Zeit reinsetzen, aber dann wird es bestimmt auch nicht schlecht. So, und hier sehen wir, warum das keine gute Stromversorgung ist. Sie schläft halt die halbe Zeit, weil wir nicht so genug Dampf haben, um das Ganze einzusetzen. Ich müsste die drei noch rüberkriegen, um das einzusetzen und die restlichen hier draus, obwohl hier eh fast nichts drin ist in dem Fall. Ne? Also das sind unsere Hauptverschmutzer aktuell eigentlich. Und jetzt müssen wir rein theoretisch schauen, was wir mit dem Kohlen Dioxid, was wir da rauskriegen, noch anfangen können. Kohlendioxid. Wir können das mit Meerwasser eine Gasinjektion durchführen. Aber dafür brauchen wir wieder den speziellen Boden, ne? Dafür brauchen wir ja wieder speziellen Boden. Oder man macht draus Brenngas und Wasser. Das haben wir leider noch nicht erforscht, weil Kohlenstoff natürlich eine heftig geile Sache. Mit Kohlenstoff Graphit zu erzeugen, weil Graphit müsste gleich das hier... Nee, da brauche ich Graphit. Graphit putze ich hier gerade aus Chlor und Kohle. Holy moly! Holy moly, jawohl! So, Sand wird langsam wieder voll. Die Kollegen laufen auch. Schaut ja ganz gut aus. Was ich aber hier noch machen muss, so wie bei ihm hier. Wir bauen hier einen Überfüllding ein. So, warte mal. Dafür brauche ich einen. Leute. Priorität. Dann läuft nicht einfach der Überfluss ein. Hier dasselbe nochmal.
Priorität immer und jederzeit. Lustig, das hat direkt deine Pause aufgehoben, das hier nicht. Weißt du, die Tanks sind nicht jetzt schon wieder voll. Ich bin gerade ernsthaft beim Überlegen, ob ich nicht noch hier eine Gemüsezufuhr irgendwie hingebaut bekomme. Aber ehrlich gesagt, glaube ich, kriege ich die nicht da rein. Dafür müsste ich die Anlage erneuern und umbauen. Und dann könnten wir auch das Gemüse verwenden. Und ich glaube, dann hätten wir gar kein Problem mehr mit Treibstoff. Na, aber er läuft. Aber auch so wie es ausschaut, sind wir demnächst wieder am Limit. Brot steht schon voll wieder. Wir setzen dich auf eine Lehrmission. Die ganze... Das müsste ich alles mal wieder umbauen. Da habe ich wieder eine Idee gehabt und habe sie umgesetzt. Aber so halb gschari. Beziehungsweise ich habe immer mehr draus gebaut. Die Pumpe. Gibt es da echt noch Grundwasser? Eieieiei. Aber Leute, ich würde sagen, es ist zwar nicht viel passiert, diese Folge. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, drückt den Daumen nach oben. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.